Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Black Mirror 2. Wir sind im Krankenhaus, Darrens Mutter liegt im Koma. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu Fuller, denn der sollte doch nochmal eine Erklärung abgeben, warum er ja keine Hilfe geholt hat. Einige Hochglanzzeitschriften und ein Gesundheitsmagazin. Na gut, ich nehme das Modemagazin hier und die Autozeitschrift mit. Warum? Mom hat erzählt, wie sie nach ihrem Autounfall lange fürchtete, den Rest ihres Lebens in so einem Ding verbringen zu müssen. Ihr Rücken war schwer verletzt und niemand konnte ihr sagen, ob sie je wieder laufen könnte. Aber sie hat es offenbar geschafft. Wie durch ein Wunder blieb ich bei unserem Autounfall damals unverletzt. Meine Mom war monatelang im Krankenhaus. Mein Vater ist noch am Unfallort gestorben. Ich war damals vielleicht 3 Jahre alt. An den Unfall kann ich mich nicht erinnern. An meinen Vater auch nicht. Tja, das Gedächtnis ist schon manchmal eine merkwürdige Sache. Schreckliche Erinnerungen können ja auch einfach ausgeblockt werden. So. Zum Mutters Haus wollen wir jetzt nicht, zur Polizei auch nicht. Wir gehen zu Fuller. Wir haben noch ein paar Sachen zu regeln. Aber vorher schauen wir mal ganz kurz hier ins Tagebuch. Meine Mom, das ist das. Huch. Aufgaben. Das hatten wir. Ach Mann, was ist denn los? Die Fotos bringen. Fotopapier besorgen. Krankenversicherung. Verflucht. Die Krankenkasse meiner Mom hat missgebaut und jetzt muss ich mich um den Scheiß kümmern. Ich brauche einen Beleg oder so, dass Mom die Beiträge gezahlt hat. Fuller die Meinung sagen. Fuller wird dafür büßen, dass er meiner Mom nicht geholfen hat. Hätte er reagiert, als sie ihn anrief, ginge es ihr jetzt besser. Er ist ein bisschen fraglich, ob das wirklich stimmt, aber... Das gibt es doch nicht. Der Kerl aus dem Krankenhaus ist bei Fuller. Und die beiden reden miteinander. Wer ist der Kerl? Und was hat er mit Fuller zu schaffen? Ich sollte die beiden belauschen. Fuller kann ich mir danach immer noch vorknüpfen. Was ist denn das nur für ein seltsamer Kerl? So, hier rein kann ich ja dann wahrscheinlich nicht gehen. Ich kann die Tür nicht öffnen. Die Türglocke würde mich sofort verraten. Ich muss die beiden unbemerkt belauschen, wenn ich herausbekommen will, wer dieser seltsame Typ ist und was er mit Fuller zu schaffen hat. Gibt's den Hintereingang? Ja, hier gibt's einen Hintereingang. Sehr gut. Wie geht's zur Straße? Ein Fensterhundekäfig. Ein uralter, klappriger Werkzeugschuppen. Darin bewahrt Fuller den Schrott auf, wenn er ihn nicht einfach irgendwo in den Hinterhof wirft. Also nicht viel. Alles klar, können wir jetzt hier durchs Fenster irgendwie gucken? Ich muss vorsichtig sein. Direkt hinter der Scheibe redet Fuller mit diesem Typen. Verstehen kann ich zwar nichts, aber wenn ich nicht aufpasse, sehen sie mich. Kann man hier die Tür öffnen? Verdammt, die Tür ist verriegelt. Da ist ein kleiner Haken, der die Tür geschlossen hält. Den muss ich irgendwie erreichen. Die Tür ist innen mit diesem kleinen Haken verriegelt. Irgendwie muss ich ihn hochziehen. Okay, hier gibt es ja dieses Oberlicht. Also dieses Fenster über der Tür. Das Fenster befindet sich genau über der Tür. Vielleicht kann ich den Riegel irgendwie durchs Fenster öffnen. Die Idee hatte ich auch, Darren. Das. Aber dann brauchen wir mal irgendwas, was wir da reinfädeln können. Die Stangen bekomme ich nie aus der Mauer. Das kann ich vergessen. Okay, das wird so nichts. Gitterrost. Hier gibt es aber auch sonst nichts. Fenstergitter, ne. Durch den Lichtschacht könnte ich in den Keller kommen. Aber es wäre zu laut, das Gitter zu entfernen. Und außerdem komme ich nie lautlos die knarrende Kellertreppe hoch. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, also das ist tatsächlich unsere Lösung jetzt hier. Obwohl man durch das Fenster müsste man die doch hören können, oder? Durch den Lichtschacht könnte... Und außerdem komme ich... Okay, das wird's nischt.
Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier so finden eventuell, was uns hilft. Wenn mir jemand sagen würde, der alte Fettsack verklappt Giftmüll, ich würde es ihm zutrauen. Mach, ich würde ihm alles Mögliche zutrauen, glaube ich. Ich verstehe nicht, warum Fuller den Kram nicht einfach mal abholen lässt. Was will er noch damit? Abschleppseil. Das kann doch schon mal sein. Ein etwa 2 Meter langes Stück Abschleppseil. In tadellosem Zustand. Das ist doch schon mal was wert. Seile sind immer gut. Jawohl. Ist da schon irgendwie ein Haken dran oder so? Ein Abschleppseil aus Fullers Hinterhof. Es sieht aus, als würde es locker 1 Tonne Gewicht halten können. Okay. 2 Zeitschriften. Schon etwas zerknittert und auch schon einige Monate alt. Wenig Text, viele Bilder. So mögen es die Kunden von diesen Glitzerweltheftchen. Ist noch irgendwas in diesem Schuppen dann vielleicht, was wir gebrauchen können? Eine Rolle mit Angelschnur. Es scheint nur noch wenig drauf zu sein. Aber das brauchen wir doch mal. Aber da müsste auch ein Haken... Leider nur die Schnur. Kein Haken. Das ist der Hundekäfig für den Hund von Fullers Mutter. Aber der Hund ist meistens eh im Haus. Ich habe ihn zumindest noch nie hier im Käfig gesehen. Trinknapf? Aha. Der Wassernapf ist komplett leer. Vielleicht kann ich ihn noch gebrauchen. Für was? Ach, Darren. Ich dachte eigentlich... Ist hier vielleicht noch irgendwas dran? Gestern hat Fuller Wäsche aufgehängt. Für sich und seine Mutter. Ich fand es einigermaßen überraschend, dass ein Großmaul wie er die Wäsche seiner Mutter wäscht. Und vor allem beunruhigend. Der Mann ist weit über 40 und lässt sich von seiner Mutter herumkommandieren. Kein Wunder, dass er nicht ganz dicht ist. Ich meine, so viel, wie Fuller drauf ist, kann ich mir vorstellen, wie die Mutter so ist, ne? So, wie ist denn das jetzt? Kann ich das vielleicht mit der Angelschnur hier durchfädeln? Reicht das? Kann man da nicht eine kleine Lasche machen unten und damit den Hebel hochziehen? Mit der Angelschnur allein komme ich hier nicht weiter. Eimer. Ein völlig verrosteter Eimer mit großen Löchern im Boden. Der Henkel ist abgerissen. Den Eimer lasse ich da stehen, mit dem ist eh nichts mehr anzufangen. Na gut, das hilft mir ja vielleicht schon. Dann nehme ich mal das, mach das da dran. Fische werde ich mit dieser Angel nicht fangen. Aber vielleicht etwas anderes? Jawohl, so. Los geht's. Das dürfte funktionieren. Ich muss nur sehr leise sein. Wenn der Henkel an die Tür schlägt, bekommen die beiden das sicherlich mit. Geschafft! Und sie haben nichts bemerkt. Na dann öffne mal die Tür. Die Tür ist wieder offen. Ich kann hineingehen. Ich hoffe nur, sie quietscht nicht. Ja, Angelina, das kann wohl sein. Den Nachnamen habe ich auch notiert. Für weitere 10 Mäuse fällt mir vielleicht sogar ein, wo ich den Zettel habe. Nicht nötig. Ich kenne Ihren Nachnamen. Und Ihr Assistent? Was ist mit dem? Was für ein Sie meinen Darren! Das ist mein Laufbursche. Er arbeitet in den Semesterferien hier. Ein guter Laufbursche ist viel wert. Was wissen Sie über ihn? Wieso interessiert er Sie? Wollen Sie ihn mir abwerben? Kein Problem, für 100 Mäuse schreibe ich ihm sogar sofort die Kündigung. Ach was, sagen wir 50? Kein Interesse. Kennen Sie ihn genauer? Was sollen die fragen? Seine Mutter kam hier an und hat gefragt, ob er hier für ein paar Wochen jobben kann. Ist ein Waschlappen. Einer von den ewig Betroffenen. Oh, mir geht's so schlecht und die Welt ist so ungerecht und es hat doch alles keinen Sinn. Sie kennen ihn also nicht. Und ich hab auch keine... Das war knapp. Die beiden gehen Richtung Ausgang. Und ich bin kein bisschen schlauer. Wen verfolgt der Typ denn nun? Mich? Oder Angelina? Und warum?
Ich werde Angelina nach dem Mann fragen. Sie ist Britin und der Typ hat einen britischen Akzent. Man weiß ja nie, vielleicht kennt sie ihn. Aber erst einmal habe ich noch eine Rechnung mit Fuller offen. Na dann, auf geht's. Auf zu Fuller. So, der Typ ist hoffentlich jetzt schon weg. Nanu, wo ist die Qualle? Ja, wo ist sie? Ist er in seinem Zimmer noch hinten? Der kann ja jetzt nicht weg sein, oder? Ist der mitgegangen? Komisch. Hier ist er auch nicht. Na gut, dann ist das aber jetzt mal unsere Chance, uns die Bilder zu schnappen. Aus der Kamera. Fuller scheint den Film aus der Kamera genommen zu haben. Aber ich wollte dem fetten Sack ja jetzt eh erstmal die Meinung geigen. Wo steckt der bloß? Im Keller? Na sowas. Eine Geheimtür. Hinter den Fotoleinwänden ist eine Geheimtür versteckt. Was zum Teufel hast du hier zu suchen, Bursche? Finger weg, Fuller! Ihretwegen liegt meine Mutter im Koma. Was hab ich mit deiner Mutter zu schaffen? Raus! Raus aus meinem Keller! Na los, verschwinde! Sie hätten mir sagen müssen, dass sie angerufen hat. Es war doch klar, dass da was nicht stimmt. Ich schwöre Ihnen, ich werde sie... Willst du mir drohen? Du? Mir? Wenn sie nicht wieder aufwacht, werde ich ihren fetten Hals... Raus! Verschwinden sich! Du bist entlassen! Raus! 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 Beten Sie, dass sie nicht stirbt. Nur das könnte noch ihren fetten Arsch retten. Verpiss dich! Wenn ich dich noch einmal hier erwische, liegst du neben deiner Mutter! Ich werde sie fertig machen, Fuller! Du Lusche! Bringt schon nie was zustande! Dafür fehlt dir der Mumm, der Krebs, alles! Ich werde mir schon etwas einfallen lassen. Aber der Typ wird zahlen, so wahr ich hier stehe. Aber ich brauche noch den Film aus seiner Kamera mit Angelinas Bildern. Ich könnte seine Dunkelkammer benutzen, um den Film zu entwickeln und Abzüge zu machen. Wenn er mir schon nichts zahlt, dann hole ich mir eben einen Teil des Geldes so wieder. Nur muss ich ihn dazu irgendwie aus dem Laden bekommen. Hui, meine Güte. Viel los. Fuller die Meinung sagen. Jawohl, das haben wir gemacht. Fuller und den Fremden belauschen. Der Typ, der Angelina verfolgt hat, ist in Fullers Laden und redet mit ihm. Wer ist der Kerl und was hat er mit Fuller zu schaffen? Ich muss sie belauschen. Vorne komme ich nicht in den Laden, weil da die Glocke über der Tür hängt. Aber die Hintertür ist nur mit einem Haken verriegelt. Die Sache ist ja auch die. Ich meine, warum hat er sich jetzt... Er verfolgt Angelina, er hat aber gleichzeitig nach dem Gesundheitszustand von Darrens Mutter gefragt. Irgendwie ist das alles nicht so ganz logisch. Fuller aus dem Laden locken. Solange Fuller im Laden ist, komme ich nie und nimmer heimlich an den Film. Ich muss Fuller aus dem Laden locken. Ja, und dann wäre ja auch mal interessant, was der da unten in seinem Keller so treibt, ne? Okay, wir gehen jetzt aber erstmal zu Darrens Mutter nach Hause. Dafür werden wir jetzt mal die Karte verwenden. Das müsste das hier sein. Und kümmern uns jetzt als erstes mal um die Versicherung. Ich könnte natürlich versuchen, Fuller mit einem Anruf aus dem Laden zu locken. Aber ich habe keine Ahnung wie. Und meine Stimme würde er auch erkennen. Vielleicht finde ich ja jemanden, der das für mich macht. Okay, ja, das wollte ich aber eigentlich nicht.
Megsa und die Finanzunterlagen der Mutter. Das war ja, glaube ich, in dem Sekretär hier in ihrem Schlafzimmer, ne? Da war, hat er doch das angedeutet gehabt. Dann muss es wohl sein. Ich fasse es nicht, dass ich in den Privatsachen meiner Mutter herumschnüffeln muss, nur damit eine verdammte Versicherung sie nicht krepieren lässt. Ich meine, was würden Sie tun, wenn ich keine Belege finde, dass meine Mutter das Geld überwiesen hat? Sie im Bett vor die Tür schieben? Also los. Oh, da müssen wir ein Rätsel lösen. Ein Schiebepuzzle. Uiuiui. Das sah ja eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Das kommt bestimmt hier rüber. Das muss auf jeden Fall runter. Das... Passt das jetzt hier überhaupt? Es muss auf jeden Fall irgendwie hoch. Und der Turm, der kommt wahrscheinlich hier rüber. Das muss auf die Seite, denke ich. Diese zwei. Das gehört da rüber, das ist gut. Das gehört dorthin, das wird auch soweit passen, denke ich. Und die Frage, wo das Teil hingekommt, wahrscheinlich da hoch, ne, in die Ecke. Obwohl das doch jetzt eigentlich schon mal ganz brauchbar aussieht. So, das passt auch. Das passt wahrscheinlich... Passt nicht. Das muss auf jeden Fall da ganz rüber und das muss wahrscheinlich hier rein. Na. Mal gucken. Also das muss so, glaube ich. Das muss da rüber. Passt aber auch nicht. Das passt zwar jetzt irgendwie... Nee, das muss hier runter. Da runter muss es. Aber so schon mal nicht. Aber das muss jetzt wieder dahinter. Das so wird das nichts. Das jetzt erstmal hier reinschiebe. Nee, da wird es aber auch nichts. Weil so wird es auch nichts, aber es ist auch nur falsch rum. Also die haben wir schon mal richtig rum jetzt, aber das hier ist jetzt wieder falsch. Das muss wahrscheinlich dann einfach runter. Das kommt hier hin, theoretisch. Das ist diese Kirche von Wormhill, oder? Das Teil muss dahin. Das kommt auf jeden Fall so, aber das muss jetzt ja hier rüber. Das hier muss davor.
das, was hier drunter gehört? Na, das gehört auf jeden Fall so. Schon mal richtig. Da drunter müsste jetzt aber eigentlich... nichts. Das ist das freie. Das freie Feld. Ach nee, das kommt dahin. Das Teil muss jetzt erstmal irgendwie weg. Das ist jetzt wieder die falsche Reihenfolge hier von diesen Dingern. Jedenfalls ist das jetzt schon mal... Oder das sieht auch nicht so richtig aus. Oder? Auf der einen Seite passt es schon, auf der anderen Seite aber auch nicht. Das hier scheint auch hierhin zu gehören. Und das gehört dahin. Aber da drüber gehört ja das hier. Und das hier muss hier runter. So. Die passen auf jeden Fall. Die zwei sind jetzt noch falsch rum. Nein. Nee, das gehört da nicht dran. Das ist schon so, wie ich es hatte. Bringt mir das jetzt irgendwas? So, die drei hier oben, die sind ja in der richtigen... Reihenfolge an sich und das muss nur noch der dazwischen. Das jetzt hier rüber, das hier hoch. Dann muss das aber hier hin. Das passt. Die sind jetzt richtig. So, das Teil muss aber hier runter. Nee, das muss hier hin. Und das muss hier rüber. Und das muss dahin. Toll. Das ist ja eigentlich an der richtigen Stelle gewesen. Das gehört eigentlich hier hin. Das gehört hier hin, okay. Nee, das gehört ja hier rüber.
Bringt mir das jetzt irgendwas? Wahrscheinlich nur, wenn ich das mal da hochschiebe. Das hier rein. Jetzt ist der vordere Teil hier fertig. Aber das Teil gehört ja hier hin. Wir müssen das Teil hier runterkriegen. So. Das muss eigentlich dann da hoch. Das muss hier runter. Das gehört eigentlich in diese Reihe. Das Teil muss hier runter. Und das Teil muss hier runter. Ey, es kann ja nicht so schwer sein, dieses Rätsel. Allerdings ist die Zeit jetzt an der Stelle schon wieder vorbei. Deshalb werden wir hier im nächsten Video weitermachen. Also bis dann. Tschüss.